Die Organisation ZARA hat heute gemeinsam mit der Stadt Wien eine Pressekonferenz zum jährlichen Rassismusreport gegeben. Erstmals aus dem Rathaus. Wichtige Ausschnitte daraus sehen Sie jetzt. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist das Fundament unserer Politik in Wien und auch das Fundament für die antirassistische Arbeit, nämlich der Grundsatz in Artikel 1, alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren. Und das nehmen wir in Wien sehr ernst, nämlich unabhängig von Herkunft, von Religion, von sexueller Orientierung, dass alle Menschen gut, gleich behandelt werden und alle Chancen bekommen, nämlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und es ist leider nicht selbstverständlich, wenn ich über die Stadtgrenze hinaus schaue und in Niederösterreich eine Ausgrenzungskoalition geschmiedet worden ist. Da bin ich froh, dass wir in Wien das Gegenteil davon sind, nämlich eine Stadtpolitik, die inklusiv ist, die darauf achtet, dass Menschenrechte geachtet werden, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Herkunft in Wien willkommen heißen, als Wienerinnen und Wiener sieht und ihnen hier die Möglichkeit gibt, eine bessere Toleranz und auch für Inklusion ein. Aber selbstverständlich gibt es viel zu tun in einer großen Stadt wie Wien, weil Rassismus für viele Menschen leider noch immer alltäglich ist und Menschen mit Rassismus begegnet werden. Drum ist hier die Stadt mit den vielen Initiativen, die wir setzen, gefordert, nämlich diese noch weiter zu intensivieren. Wir haben hier unterschiedliche Projekte, auch Kooperationen mit ZARA, die hier sehr wertvoll sind im Kampf gegen Rassismus. Aber auch von der Seite der Stadt zum Beispiel einen Wiener Integrations- und Diversitätsmonitoring, wo wir erheben, wie geht es in diesen Themenbereichen im Rahmen der Stadt. Und für mich ganz wichtig, die Information von Menschen, die neu nach Wien kommen. Denn Wien wächst gewaltig. Allein letztes Jahr über 50.000 Menschen Nettowachstum in Wien aus ganzer Welt. Und die Menschen, die zu uns kommen, sollen Orientierung finden. Darum gibt es von Seiten der Stadt hier für Neuankommende Stadt Wien ein Infomodul, wo über unterschiedliche Bereiche aufgeklärt wird. Über den Bildungsbereich, über den Gesundheitsbereich, aber auch beispielsweise über Themen wie welche Rechte hat man, aber auch welche Pflichten hat man, damit man auch im Fall von Rassismus weiß, wo man sich hinmelden kann. Da gibt es neben ZARA natürlich auch innerhalb der Stadt Beschwerdemöglichkeiten, wenn man konfrontiert wird damit. Wir sehen in den letzten Jahren immer mehr, dass Rassismus in der Politik salonfähig auf Kosten von Menschen gemacht, die nicht als Individuen gesehen werden, sondern durch Schubladendenken in Gruppen rassifiziert und homogenisiert werden. Das führt dazu, dass bestehende Vorurteile bedient und immer wieder reproduziert werden. Rassistische Äußerungen und Taten müssen Konsequenzen haben und dürfen nicht mit Ämtern belohnt werden. Wir als Politiker und Politikerinnen haben hier eine große Vorbildfunktion. Das wirkt sich nicht nur auf die Betroffenen aus, sondern auf die gesamte Gesellschaft, die durch das beeinflusst wird. Dadurch haben wir auch in den letzten Jahren eine verstärkte Spaltung in unserer Gesellschaft erlebt. Und genau das zeigt, Rassismus geht uns alle etwas an. Mit den jüngsten Entwicklungen in der österreichischen Politiklandschaft im Hinblick auf Niederösterreich wird es immer deutlicher, wieso wir Konferenzen solcher Art brauchen. Und hier hat die Stadt Wien definitiv eine Vorbildfunktion inne. Und darauf bin ich sehr stolz. Diese Antirassismuskonferenz ist ein wichtiger Schritt. Jedoch ist essentiell, hierfür eine Beständigkeit zu schaffen. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass in Zukunft Rassismus weiterhin tief in all unseren Strukturen und Lebensweisen verankert bleibt. Aus diesem Grund ist eine beständige und eine großflächige antirassistische Arbeit notwendig für ein rassismusfreies Miteinander. Wir können diesen Handlungsbedarf heute ja durch den ZARA-Report klar erkennen. Auch andere Organisationen, die Rassismus und Diskriminierung in Österreich dokumentieren und aufzeigen, wie beispielsweise die Doku-Stelle, welche antimuslimischen Rassismus zum Schwerpunkt hat, oder auch die Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen, zeigen klar auf, dass noch vieles getan werden muss. Ich möchte mich sowohl bei allen Personen als auch Organisationen, die seit Jahren ehrenamtliche Arbeit leisten, dafür bedanken, dass sie den Rassismus in unserer Gesellschaft aufzeigen und hier wirklich wichtige Bildungsarbeit leisten.
Leider wird diese Arbeit, diese wichtige Arbeit, viel zu wenig anerkannt und viel zu wenig gefördert. Es ist wichtig und richtig, sich als Politik klar zu positionieren, Rassismus zu benennen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Hier ist beispielsweise ein dringendes Vorhaben, einen Aktionsplan gegen Rassismus auf nationaler Ebene zu schaffen, wie es auf der EU-Ebene gefordert wird. Es wäre wirklich dringlich, dass die Bundesregierung endlich ins Handeln kommt und diese wichtige Aufgabe wahrnimmt. Deshalb hat Zara einen Forderungskatalog erstellt, der als Leitfaden für einen umfänglichen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus genutzt werden kann. Zara fordert unter anderem umfassende, von der öffentlichen Hand finanzierte Kampagnen, die mehrsprachig sind und die die Entwicklung einer rassismuskritischen Gesellschaft kontinuierlich fördern. Zara fordert auch eine neue politische und mediale Kultur, in der das Wahrnehmen von Verantwortung im Hinblick auf das Instrument Rassismus im öffentlichen Diskurs ein fixer Bestandteil wird. Des Weiteren fordert Zara auch die Abschaffung von den sogenannten Deutschförderklassen. Aus dem umfangreichen Forderungskatalog haben wir 10 sofort umsetzbare Maßnahmen, wie die der letztgenannten, hervorgehoben, die politische Entscheidungstragende sofort nutzen können, um Rassismus einzudämmen. Wir glauben, dass Österreich das Potenzial hat, eine integrative und multikulturelle Gesellschaft zu sein. Eine Gesellschaft, die Vielfalt schätzt und zelebriert und eine Gesellschaft, die den Beitrag aller BürgerInnen unabhängig von ihrem ethischen Hintergrund anerkennt. Um dies zu erreichen, müssen wir zunächst die Existenz von Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft anerkennen. Wir müssen erkennen, dass es sich dabei nicht nur um individuelle Vorurteile handelt, sondern vielmehr um das Ergebnis tief verwurzelter struktureller Ungleichheiten, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Die Gleichstellung fördern und Diskriminierung verhindern. Und dass wir diejenigen, die Rassismus und Diskriminierung aufrechterhalten, für Handeln zur Rechenschaft ziehen müssen. Wir brauchen wesentlich mehr Sensibilisierungsmaßnahmen in Schulen und für Berufsgruppen wie Medienschaffende, Lehrpersonen, SozialarbeiterInnen, Polizeibeamte und Verwaltungsbedienstete. Das Ziel ist es, eine integrative Gesellschaft zu schaffen, in der die Vielfalt gefeiert und jeder Mensch mit Respekt und Würde behandelt wird.